Und in der heutigen Folge... Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Wir werden hier sterben! Ist das eine... So, wie heißt denn das? So eine Statue, die in den... Schaufensterpuppe? Naja, ich meine, das Ganze soll ja auch ein Hotel irgendwie sein, oder? Also so ein... Zum Anschauen. So ein Museumshotel. Weil es nachgebaut ist. Wow! Au! Oh. Cool. Was darf es sein, Mr. Dumetzer? Eine Schachtel Zigaretten, bitte. Eine Schachtel Zigaretten, bitte. Vielleicht kann er nur das eine. Hallo? Tipp es mal an. Eine Schachtel Kippen. Ja, weißt du, laute, das Ganze zu sagen, funktioniert. Egal. Danke, Robo-Barkeeper. Natürlich, Sir. Wie Sie wünschen. Zum Glück benutzt er nicht die andere Hand, um das zu zeigen, also. Du hast bestimmt kein Wechselgeld da hinten, oder? Halt. Dachte ich mir. Naja, wir können ja einfach mal was klauen. Wir gehen einfach mal hinter die Bar und schauen, ob da in der Kasse was drin ist. Ich muss sagen, ich finde Animatronics ja nicht wirklich unheimlich, wenn sie von der Weite sind. Aber wenn ich da direkt daneben stehe, weiß ich nicht, fühle mich ein bisschen unwohl. So als ob sie sich jede Sekunde umdrehen und dich am Hals packen und dann bringen sie dich um. Ich sage nur. Okay, Zeit für meinen wunderschönen Kartentrick. Huhu. Ja. Ja. Ich bin so gut. Nächste Runde auf mich. Versprochen. Ich hole mir mal Zigaretten. Okay. Ja. Komm zu Papa. Digga, ich bin schräg drauf, aber du bist schräger. Hey. Hi. Oh nein, nein, nein! Nein, nein! Meine Zigaretten, nein! Das erinnert mich an dieses Video, wo so der eine Typ Schokolade kauft aus dem Automaten und es fallen zwei runter und er so, ja! Und dann schiebt so eines nur weg. Nein! Ja! Das ist so lustig. Finde einen Weg, um Zigaretten aus dem Automaten zu holen. Fuck! Okay, einen Weg um... Oh, ja. Da war kein Audio. Was zum Teufel? Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. No, don't. Nein, 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 nein. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Guck dir rum, Mann. Du musst das doch hören, wenn sich das Ding bewegt. Nein, 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 ich. Nein. X. Kreis. Nein, da bewegt sich was. Kick nach hinten, Mann! Nach hinten! Digga! Das ist nichts! Wir sterben nicht! Ja, bin noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, ich komme. Und zu dir komme ich mit einer verfickten Brechstange wieder. Fick dich, Charlie, und geh essen! Du machst mich ganz narrisch. Was? Hitler. Adolf. Der Barkeeper. Was war das? Warum hat sich der Animatronic bewegt? Und dann ist aber irgendwas... Das, was hinter uns gestanden ist, war nicht der Animatronic. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Intro-Segment. Willst du jetzt... Ja, wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten, schreibt... Ich schwöre, ich drück nichts oder sowas. Das ist einfach so schlecht aufgenommen. Ja. Okay, klar. Was ist mit dir? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los. Soll ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Und ist das Objektiv sauber? Ich bereite nur alles... Wirklich? Das hört einfach auf zu reden! Beschäftigt. Ich will das alles... Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach... Digga! Jetzt, Leute! ...das Jobangebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte.
zurück. Da, okay, mit dem rechten. Der Job war nicht das Richtige. Mit dem rechten Stick, nicht die mit Zugsache dem linken. Die Zugsache hat's bestätigt. Ach komm, als ob. Du musst mir nicht glauben. Ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Nutzen wir das Tageslicht, dann können wir alleine drehen. War im Foyer ein Dachfenster? Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Bei mir fliegen Fruchtfliegen rum. Du siehst in jedem Licht gut aus. Jamie könnte Lampen aufbauen. Jamie könnte für uns Licht aufbauen. Nein, ich will nicht mehr warten. Ich will Schatz, ich kann nicht mehr warten. Ich habe den ganzen Abend in den Ohren. Und ganz ehrlich, von Jamie habe ich die Schnauze voll. Wer war da? Ja, war Jamie nicht Mark, die sie immer fertig macht? Ich hätte Schluss gemacht. Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine, alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder beides. Es interessiert mich so überhaupt nicht, was Goldene Stunde losgeht. Kann ich dir was sagen? Bevor wir... Hör zu. Also die zwei waren zusammen und alle glauben, dass... Genau. Also kannst du auch nicht einfach so ankommen und mich therapieren. Ich... Okay. Hast recht. Das war unfair. Tut mir leid. Wir müssen schon das gut. Nicht diskutieren. Es ist mir egal. Ich will aber weitermachen. Du hast recht, tut mir leid. Die Trennung ist schwerer als gedacht. Hast ja recht. Ich, hast recht. Es war abgemacht. Tolerant. Tut mir leid. Okay. Cool. Los, lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass meine du meine Güte, Leute. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Können Arme zu kurz sein. Finde einen guten Standort zum Drehen. Finde einen Weg zum Balkon. Auf dem Balkon sieht es gut aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Was habe ich denn da im Inventar? Wie ist die neue Wohnung? Noch Motive. Vielleicht fürs Erste. Ändert die Farbe. Gefällt sie dir? Das ist ein Ort für meine Sachen und zum Pennen. Befristeter Mietvertrag, so kann ich in Ruhe was Besseres suchen. Das ist... kluger Plan. Du hast gesagt, zieh aus, also bin ich raus. Das war ein Kompliment. Ich sag's ja nur. Hä? Ich dachte schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während... Was ist das? ...nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe nach Mittelstelle suchst, oder... Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere... Ich weiß nicht, was ich so oder so ausschaue. Du hast was ist das? Da morgen ja ausscheidet, ist es okay, wenn ich mein Zeug nächste Woche hole? Antworte gefälligst, wenn er mit dir redet. Ich weiß, er ist in die andere Richtung gegangen. Aber auch nur, weil ich mir das anschauen will. Was haben wir denn da? Von den guten... Gute Zeiten in Chicago. 19. Was heißt 19? 2019? Ah, die guten alten Zeiten. Ja, ja, 2019 habe ich auch noch Fotos ausgedruckt. Wer hat denn Papierfotos noch? Keine Sau. Ich hätte sie gerne, aber... Boah, da hat sich jetzt... Kam doch aus dieser Richtung. Nee, doch, ja, weiß ich nicht, aber... lass mir mal die Kamera probieren. Er bewegt... Wieso bewegt er sich? Da war so ein Grün. Ah! Hä? Ich verstehe die Kamera nicht, aber okay. Zimmertüre, wollte ich sagen. Also sind wir jetzt schon eingesperrt hier auf dem... Wie heißt es? Auf der Etage. Übrigens, ist es okay, dass ich mein Zeug erst nächste Woche hole oder nicht, du blöde Sau? Ich beschimpfe dich nur, weil ich dich liebe. Das weißt du hoffentlich. Was ist das? Ich... Kann ich zuerst hier nach oben oder... nach unten? Ich habe Angst, dass die Tür hier zufällt und wir da nicht da weiter können. Also öffne ich mal die Tür. Wow, was wird das? Entschuldigung. Persönliche Grenzen, weißt du noch? Mein Zimmer ist mein privater Rückzug. Frauen. So eine Therapie ist ja ganz sinnvoll. Aber ein paar der Regeln sind echt bescheuert. Wie zum Beispiel... You gonna elaborate or... Therapie ist nicht für jeden was. Nicht jeder kann damit was anfangen. Du musst es halt wirklich wollen. Wenn du
wenn du nicht willst, dann hilft die beste Therapie halt auch nichts. Was ist das? Hand? Das hat weder Hand noch Fuß. Ist das der Leuchtturm? Okay. Vorahnung freigeschalten. Vereint. R1 vereint. Da muss ich ab jetzt immer R1 drücken, wenn ich jemanden treffe. Wir sind vereint. Zum Anschauen? Das ist der Balkon, nehme ich an. Ist wahrscheinlich zu, ne? Nö, doch nicht. Da ist ja offen. Aber da hinten war noch was. Cool. Falls uns Dumet hier erwischt, brechen wir eine seiner Regeln? Ich glaube, der ist abgehauen. Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und aber wir sind ja nicht haben allein. Die Tür praktisch aufgebrochen. Ja, also. Also sollten wir. So habe ich die Tür praktisch aufgebrochen. Okay, also Kinder, aber jetzt wisst ihr, wenn ihr eine Tür aufmacht, ist das Aufbrechen. Vorsicht. Hier hinten ist was. Was ist das denn? Das ist ja abgefuckt. Hat er das damals auch so gehabt? Wenn du da... Dass er da nicht mal einen Vorhang beim Fenster hat, so verstehe ich nicht. Weil ich denke mir so, wenn irgendwer von den Gästen in die Richtung geht und dann schaut er durch, muss er sich ja denken, was ist das denn für ein Hotel? Ja, Dumet scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine Regeln bricht. Ach, wie kommst du darauf? Weil er unsere Handys einkassiert hat wie bei Teenagern? Sorry, ich habe die Türen offen, weil ich alleine zu Hause bin und deswegen hört Mensch im ganzen Haus die Uhren, wenn sie läuten, was sehr schön ist. Genau so! Einerseits ist es ja ganz schön, aber andererseits ist es halt so, dass das auch in der Aufnahme zu hören ist. Wir sind nicht ganz allein hier. Ha! Wie hast du den gesehen? Der ist ja noch nicht mal vorbeigelaufen und du warst schon so, oh, da ist was. Der hat die Vorahnung. Er hat das dritte Auge. Ah, Mann. Tüff, 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 was haben wir da? Was ist denn so hier los? Untersuchen. The Devil! Wo war er, der Teufel? Die Wahrheit hinter Amerikas erstem Serienmörder, Joseph Morello. Seit seinem Erstlingswerk 2002 ist Joseph Morello von der Serienmörder-Spurensuche fasziniert und keiner hat ihn mehr gefesselt als H.H. Holmes. In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als 15 Jahre seiner eigenen Recherchen und Veröffentlichungen und trennt Fakten von Fiktion, um Beweise für die Wahrheit hinter dem historischen Fall von Amerikas erstem Serienmörder zu liefern. War er der Teufel? Pflichtlektüre von Morello-Fans. Real Killers Magazine. Wie eine Analyse der eigenen schlimmsten Albträume. Review Monthly. Der Morello ist doch der Typ, der Joseph Morello ist doch der, der eingeladen wurde, oder? Der Name. Lübig. Würde ich doch mal behaupten. Was bedeutet das? Das ist ja komisch. Das weckt Erinnerungen. Was? In der Schule habe ich lauter Zeug in meinen Tisch geritzt. Ich weiß nicht, es sieht nicht aus wie eine Reinkerbung, die jetzt da... Vor allem alles andere ist fein. Es wirkt eher so, als hätte jemand dazugeschlagen. Das ist nicht so wirklich in den Tisch ritzen. Breathing, da oben ist was. Guck mal. Marc kann sein... ein Beinstativ ausziehen, um höher gelegene Gegenstände zu erreichen. Aha. I'm ready to pounce! Whee! Das war der richtige Knopf. Boah! Ich bin immer ein bisschen unsicher, wenn es zur PlayStation kommt. Geburten, Tode, Eheschließungen. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Elaine und Stephen Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Im Namen ihrer Tochter Lucinda Munday
geben die stolzen Großeltern George und Irene Munday aus Silver Spring die Geburt ihres Enkels Hector Whalen bekannt, der am 11. Juni im White Oak Hospital geboren wurde. Ja und? What the fuck? That was pointless. Ich meine, es hat sicher irgendwas dann später zu tun, aber im Moment ist es so, what the fuck? Was ist das? Balcony, okay, da wollen wir ja hin. Also schauen wir uns zuerst noch. Sieh dir die Tapete an. Was sehe ich bei der Tapete? Ja, kommst du nicht vorbei an mir, ne? Die ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Tja, offenbar nicht. Was haben wir da? Dumet will wohl alles erhalten. Ist sicher nicht einfach hier draußen. Ich bin ja auch ein Fan von... Sicher nicht einfach hier draußen. I'm ready. Dann drück ich mal, ja? Geheimnis. Harry Sherman, geboren am 1. Januar Geheimnis. 1956. Ah, bitte. Das wissen Sie doch alles. Was wollen Sie? Was ist das? Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, oder? Special Agent Munday? Was? Es ist wirklich Munday. Fernsehsendung, erstes Haustier beschreiben? Wie waren Ihre Freunde in Kindheitstagen? Was soll das? Machen Sie eine Umfrage oder möchten Sie etwas herausbekommen? Können Sie nicht einfach direkt fragen? Sie wollen wissen, was mich inspiriert hat? Als wäre ich kein Original? Ah, vielleicht gab es da einen Mann, der mich etwas faszinierte. Sounds gay to me, man. Howard Holmes. Warum? Weil er der Erste war. Er war mein erster Kuss. Erster. Er hat das Ganze erfunden. Er hat Maßstäbe gesetzt, wissen Sie? Bilden Sie sich, Munday. Lesen Sie ein Buch. Sie glauben, ich wäre... Lesen Sie ein Buch. Leute aufschlitze und mir das Freude bereitet. Nein, aber moralisch einwandfrei bist du sicher nicht. Habe angeblich 13 Leute getötet, bevor ihr schlau genug wart, mich zu finden. Heißt das mehr oder weniger? Okay, cool. Verfault doch alles. Fäulnis. Das ist es. Was? Seit wir hier sind, habe ich diesen komischen Geruch in der Nase. Vielleicht sind das ja Leichen. Das ist Verwesung. Der Munday... Ist ein altes Haus. Das stand jetzt im Tote Buch, dass der am 10. Juni oder so geboren Tiere ist, ne? Im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. Ja, vielleicht in den Wänden irgendwelche Ratten oder so. Pff, fliegen hier bei mir auch rum. War es bei mir auch was gestorben? Ich glaube, es ist... Digga, geh doch an der Stapel der Bücher. Oh, da kann er nicht vorbei. Der große Mann, der große starke Mann kommt an der Lady nicht vorbei. Okay. Es sind bei mir die Bananenschalen im Mülleimer. Aber leider... Kommst du da hoch? Kannst du da hoch klettern? Ja, er kann da klettern. Machen wir auch gleich, hoffentlich, aber zuerst... Da, der Schlüssel. Ah! Wir brauchen bloß einen Weg durch. Ja, das kriegen wir sicher hin. Aber er sagt so, da, der Schlüssel, als ob er weiß, wofür der ist. Ich glaube, es geht einfach darum, dass der Balkon zu ist, ne? Es muss einen Ausweg geben. Oh mein Gott, ein Schlüsselloch. Ja, wir sind schon ein bisschen zu weit vorgeprescht. Eigentlich hätte er sagen müssen, oh, ein Schlüssel, wofür der wohl gut ist. Und jetzt dann so, oh, wahrscheinlich für den Balkon. Aber das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt zum Programmieren, dass das Spiel das checkt. Ist ja auch alles schwierig und kompliziert, ich weiß. So, und dann hängt hier normalerweise ein Kühlschrank, der hin und her wackelt und ein Baby schreit. Und ja, ich bin immer noch sehr traurig, dass PT nicht existiert. Im Store. I'm mad. Falls jemand verstanden, worum es geht. Ah ja, X. Kann er da irgendwas anschauen? Irgendwas sehen? Nö. Schieben! Fantastisch, mein Guter. Nips, gar nix. Was war das? Kannst du runterspringen? Was ist das? Na, was steht da?
Herunterspringen, ja. Okay, gut. Hupsa. Wie kannst du das... So. Und jetzt hochklettern? Ah, okay. Ja, okay, er muss ein Stück weiter. Er muss ein Stück weiter nach vorschieben. Ich dachte, es fängt hier schon an, aber... Nein. Okay, dann schieb's halt mal fett in die Ecke. Warum schiebst du das so komisch? Ich drück nach vorne. Die Kamera. Du musst die Kamera richtig halten, damit sie es auch richtig schieben, aber... Aber dieses Haus, ja, das soll ja eine Nachbildung sein. Aber offenbar ist es halt mega alt und was weiß ich alles und so fort. Aber wenn das eine Nachbildung ist, wenn das eine Nachbildung ist, wieso ist das so zerfallen? Das verstehe ich nicht ganz. Aber es kann ja nicht das Echte sein, nehme ich an, weil... Oh mein Gott. I'm scared. Wo ist die Kamera? Such die Kamera. Du bist der Kameramann. Du kannst die Kamera finden. Außer dir kann es keiner. Fenster? Nein. Mion. Zu. Natürlich. Mit Brettern vernagelt. Ich nagel gerne. Was mache ich jetzt hier unten? Oh. Das ist wahrscheinlich. Das ist, ja. Wohin damit? Da drüben wahrscheinlich, oder? Ja, genau, da drüben. Ist hier irgendwas? Jetzt, wo ich das weggeschoben habe? Nein, natürlich nicht. Kannst du es nehmen? Schieben? Jawohl, du machst das so schön, mein guter Mann. Einmal da zwischen die... Ja, ja, sehr, ja. Gut gemacht. Okay, jetzt sollten wir darüber springen können. Also einmal hochklettern. Juppaidi und juppaida. Jetzt bricht die Türe auf und irgendein Axtmörder kommt uns hinterhergerannt. Gibt es eigentlich sowas, so so Escape Rooms mit, wo du so durchgehen kannst, so Horrorhaus-mäßig? Weil es gibt ja diese Häuser, diese Spukhäuser, wo du durchlaufen kannst, wo du durchgehst. Aber... Es würde mich interessieren, ob es auch sowas gibt, so, wo du halt Rätsel lösen musst. Das wäre ja geil. Okay, also da drüben ist was? Schieben. Sollte klappen. Marc, alles gut da drin? Bin gleich wieder da. Ah, okay, jetzt muss ich das Ganze zurückschieben, weil er kann da nicht so rüberspringen. Das heißt, ich muss jetzt das Regal zurückschieben und deswegen konnte ich hier die Leiter runterlassen. Okay, alles klar, ja, ja, ja. Action-Adventure-Game. So, nimm das Ding und schiebe es zurück. Einmal, yeah, yeah, dancing. So, loslassen. Einmal zack und zack und wieder hoch. Ich richte mich auch wieder her, hier im Stuhl, im schönsten Stuhl der Welt. Blip. Moment. Da habe ich nur gerade geschaut, ob auch die, nicht die Aufnahme, sondern ob die Webcam auch eh an ist und alles. Damit Mensch mich auch schön sehen kann. Ich bin ja so schön anzusehen. War da was oder war es nur zum Reinklettern? Aber nur zum Reinklettern. Komisch, dass das hier so verfallen ist. Oh, ja. Nochmal runter. Ist da jemand im Dunkeln? Nein. Aber das Ding ist, wer auch immer uns beobachtet, weiß, dass wir hier sind. Deswegen sollst du dich ja nie aufteilen. Ah, das ist zu. Unser Horrorfilm und sowas. Du schaffst das. Ich glaube an mich. Verdammt, wieso ist er jetzt runtergesprungen? Weil, wenn es nur ein Mörder ist, dann kann er ja nicht alle auf einmal umbringen, wenn sie zusammen sind. Ha! Knie? Jawohl. Aber wenn du dich halt aufteilst, dann hat er mehr Möglichkeiten. Und ich bin so... Schlüssel. Wow.
Es ist schön, wie sie die aufklappen. So, tschüpp, tschüpp. Wow. Ich habe es geschafft. Gut. Ich bin ein Genie. Ich bin da einmal rundherum gegangen. Okay. Hallo, ich bin wieder da. Ich habe es geschafft. Es war jetzt nicht so spannend, abgesehen davon, dass eine Kamera uns beobachtet, aber... So, einmal öff das Ganze. Tür öff. Schlüssel weg. Hallo? Ich dachte, wir kommen hier zum Balkon. Oh. Komm schon. Spring. Ist doch gar nicht so hoch. Ah ja, er hat ja Höhenangst, ne? Angst sagt was anderes. Er ist die ganze Zeit jetzt herumgeklettert, da oben irgendwo. Und jetzt ist er so, wow, ich hab ja Höhenangst. Keine Sorge, du siehst gut aus. Dachte, wir hätten es eilig. Ja, du siehst. Wovor hast du Angst, Miss? Stets bereit für die Kamera. Du siehst toll aus, wie immer. Gott, ich bin so ein Charmeur. Ich weiß, jeder will mich. Was ist das denn? Ich dachte, das ist eine Schreibmaschine. Wir speichern jetzt wie in Resident Evil. Was ist das? Sind wir von da gekommen? Ist das eine Tür? I'm so confused. Was ist das? Kurs aktualisiert. Possession belonging to victims. Aha. Ist das das von der Mary von am Anfang? 1896. Krass, dass die das haben, aber. So, die... Kate, sieh mal hier. Das ist sein Hut. Hut? Der heilige schwebende Hut. Es schaut zumindest so aus, als würde er schweben. Nicht anfassen. Andererseits... Fuck. Alles okay? Nein, ich... Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. Siehst du? Was ist das? So eine Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Das war jetzt so laut. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zu. Oh. Hey, Charlie, 8 Uhr. Zum Glück bin ich allein zu Hause. Ich schwöre, wenn die Leute da wären. Noch ist Zeit. Ich habe so laut geschrien gerade. Oh mein Gott. Ewig davon. Die Leute wären jetzt angerannt gekommen. Hey. Sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich wusste nicht, dass es weitergeht, dann hätte ich mich ja da drüben noch umgeschaut. Nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus. Gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark. Nicht meins. Scheinbar sind es leid, euch Streit zu sehen. Wir anderen sind ja, es ja, fuck it. Alle anderen leiden darunter, okay? Ganz ehrlich. Auch leid. Er ist nur neidisch. Er ist alt! Ja, ihm gefällt nicht, dass ich in Talkshows eingeladen werde. Du meinst eine Talkshow? Ich meine, mich sehen die Leute auf dem Bildschirm. Also wollen sie mit mir reden. Und das hasst er. Ja, so die ist Hälfte es halt leider, wenn du... ist unbrauchbar. Nur... Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil du... Naja, vielleicht musst du es einfach anders formulieren. Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre... So sind Regisseure nun mal, Regisseure, er denkt, wir gehören ihm. So sind Regisseure nun mal, das ist ihr Job. Sie haben eine Vision, dafür braucht man ein großes Ego. Also bin ich einfach still und halte die Kamera. Deshalb muss er noch lange kein Arschloch sein. Man, aber ja, aber du bist genauso anstrengend. War 40 und noch immer kein großer Durchbruch? Ja, Kate, nicht jeder erlebt einen großen Erfolg, Durchbruch. Den er je hatte. Stimmt wohl. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Ich dachte, wir gehen gemeinsam. Hab so lange du kannst. Das ist doch super. Das ist definitiv der richtige Schritt für deine Karriere. Das klang sehr aufrichtig. Ja, du musst die Chancen ergreifen, die sich dir bieten. Ich meine das ernst. Für ihn wäre. Auch wenn es er benutzt uns. Schade ist, ja, wenn du Freunde hast und was, aber alle. Wenn du irgendwo... mehr Glück Hallo, hast, ja? Darbietung, gib die Nachrichten auf und werde Schauspielerin. Ich war tief berührt.
fucking Oscar-reif. Du weißt nicht, worüber wir geredet haben. Ich habe genug gehört, danke. Ich weiß, wie Verrat klingt. Es ist kein Verrat. Bin ich besonders enttäuscht, Mark. Was habe ich getan? Zukunftspläne aussehen. Noch arbeitest du für Lonnet Entertainment. Wieso krieg ich auch Anschiss? Die Crew von Lonnet Entertainment ist jetzt zu Abend mit ihrem Gastgeber. Charlie, es tut mir leid. Und Mitarbeiter von Lonnet sind Profis. Klar? Also benimm dich auch so. Okay. Toll. Zufrieden? Du hast eine Zukunft, ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Scheiß Kleinkind. Und irgendwie sinken wir alle auf sein Niveau. Ich weiß ja nicht. Also, was ist hier gerade passiert? Ich verstehe schon, ja, wir... aber ich denke mir, weißt du, natürlich ist es scheiße, wenn dich irgendwer verlässt, ne? Und weggeht, weil er halt irgendwo anders vielleicht mehr Glück hat oder Zukunft besser da drüben ausschaut. Das ist natürlich immer scheiße, aber ich denke mir halt auch immer, ja, das Leben ist zu kurz, um zu lange drüber nachzudenken, ob du da und dort, ne? Wenn du eine Chance hast, irgendwo was, ja, weißt du, dann geh hin. Versuch halt nicht so hart auf deine Freunde zu scheißen, die dir geholfen haben, als du unten warst oder keine Ahnung, ja? Aber in dem Fall bin ich so, schau, wenn sie dort vielleicht Glück hat in der Zukunft, dann sollte sie das auch machen sollen können. Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Entspannt euch alle. Wir sind gerade erst gekommen. Der Wein ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht im Glas. Wie schnell der alle Gläser voll getroffen hat. Bestimmt kocht er das Essen selbst. Oh, Mr. Dumet! Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch recht. Dumet? Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Ja, weil er abgehauen ist. Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher? Suspicious! Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind, ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Übrigens, wollten wir nicht auf dem Balkon und irgendwas filmen? Wir sind da hingelaufen und dann hatten wir eine tolle Unterhaltung und dann sind wir wieder gegangen. Ich habe sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht habe. Wieder mal ein perfekter Plan von Charles Lonnet. Und was jetzt, Boss? Schwimmen wir zurück? Ich könnte. Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Zweifelt nicht ständig an mir. Nichts sagen. Oh, fucking no. Ich sag doch nur, es ergibt keinen Sinn. Yeah, it doesn't. Das macht mich etwas nervös. Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Wir werden hier sterben! Die Einzige, die langsam Angst vor diesem Ort kriegt. Und vor Mr. Dumet. Auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, das zu sagen. Ich glaube, Jamie hat recht, was das angeht. Danke! Sprecht etwas leiser. Warum? Aber ich will nicht! Nicht hier! Aber... Niemand ist hier! Doch, ja, einer ist da. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh Gott, Jamie. Come on, that's funny. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Ja, wir werden alle hier abkratzen. Rechts und links. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Der Automat war kaputt. Das Fiese ist, ich habe einen Automaten gefunden, aber wie alles an diesem beschissenen Ort ist er alt und kaputt. Also, I am mad. Los rumsitzen und so tun, als ob wir essen. Wie ist der Plan, Charlie? Vielleicht machen wir auch das, was sie in Hook machen. Der da taucht Plan? Das Essen auch auf, wenn du dran glaubst. Wie immer bei Lonnet Entertainment sitzen wir uns die Ärsche breit und drehen Däumchen, bis die Deadline naht und wir panisch... irgendeinen Scheiß... Schau, genau deswegen streicht es so ständig, weil du so redest. Es gibt auch eine Möglichkeit, das anders zu formulieren. Weißt du? Tja. Soziale Kompetenz. Dass Topeka nicht mehr Charlies schlechtester Einfall ist. Alter, komm schon. Seid nicht so scheiße. Schon gut, das reicht. Ich möchte auf euch alle trinken. Also ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Prost! Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Jetzt fällt der Lust darunter Mark und wir sterben. Und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien,
bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Die meine Zigaretten verloren hat. Eric, die meine Zigaretten verloren hat. So scheiße. Nein, machen wir nicht. Denkt stets an jedes kleine Detail. Einmal nett sein. Ich bin halt so. Für eure Arbeit. Und jetzt muss ich weinen. Prost. Kippst dir hinter die Binde. Prösterchen. Salute. Und keine Sau sauft. Können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Ja, damit müssen wir auch mal anfangen. Sowas von gehört. Nee, er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast doch angefangen, darüber zu reden. Ja, was? Die Leute sind komisch. Was ist denn jetzt, Kate? Die Leute hier sind merkwürdig. Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Tja, das kriegen wir hin. Der ganze Ort hier ist unheimlich. Ist noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ich dachte, das Thema haben wir besprochen. Ich dachte, wir haben darüber geredet. Er ist mit der Fähre abgehauen. Danke. What? Ist die Zeile irgendwie runtergerutscht im Skript? Was ist das? Dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang zu meiner Vagina. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Ja, was soll dann sein? Ich werde ihm was erzählen. Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Hast recht. Schon dabei. Oder, Hi. Leute? Fantastisch. Das höre ich gern. Au, warum tust du mir so weh? Mein Hund ist da. Toll. Ja, ist ja gut, Schätzi. Toll. Was? Toll. Ja, wahrscheinlich kommen die Leute jetzt nach Hause. Ja, ja. Eine Hand. Ich lege die meine in die deine. Hi. Hi. Oh mein Gott, da ist unser Hut abgeblieben. Oh nein, ich hab's befürchtet, dass diese ganzen Animatronics irgendwie Leute sind, die schon mal da waren, aber... Ah!